Hallo und herzlich willkommen zu Astroneer. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, was ist das hier eigentlich? Ein kleines Spiel, das ich in Form eines Kurz-Let's Plays gerne vorstellen möchte. Ich denke mal so 4, 5, vielleicht 6 Folgen. Einfach nur mal reinschauen und gucken, was es ist und was es jetzt schon kann. Und und wenn dann das Spiel weiter fortgeschritten ist, denn wir sind jetzt hier gerade im ersten Pre-Alpha-Build. Das Ding ist gestern als Early-Access-Version erschienen. Und wenn das Ding dann weiter ist, also wenn noch weitere Features verfügbar sind, dann können wir uns da ja sicherlich nochmal reinfuchsen und gucken, wie es sich bis dahin entwickelt hat. Worum geht's? Wir sind ein Astronaut, der mit seiner Kapsel hier von seiner Orbitalstation auf einem Planeten landet. Den Planeten sehen wir da unten auch schon. Und der wird bei jedem Spielstart hier zufällig und prozedural generiert. Der ist also immer anders. Und ja, hier, das sind Safe Games, diese Kapseln. Und hier bei diesen Kapseln können wir uns jetzt aussuchen, wie unser Astronaut aussehen soll. Da gibt es also verschiedene Skins oder Modelle. Hier einmal den, dann den mit dem orangenen Anzug. Hier einen etwas beleibteren Astronauten. Und ja, da ist quasi ein ganz schlanker Astronaut scheinbar. Und ja, je nachdem, was einem da gefällt. Und ich werde jetzt hier mal den Astronauten mit dem orangenen Raumanzug wählen. Klicken wir dann hier auf Starten und dann beginnt der Landeanflug auf den Planeten. Und jetzt können wir hier die Kamera bewegen und können uns schon mal so ein kleines Bild davon machen. Und jetzt fliegen wir zum Landeplatz. Jawohl, da sind wir schon, da sehen wir, wie die Details des Planeten immer mehr Kontur annehmen oder wie immer mehr Details entstehen. Und wenn wir dann gelandet sind, entsteht hier so ein kleiner Landeplatz und wir sind unten. So, jetzt müssen wir aussteigen aus unserer Kapsel. Das Ganze geht mit Tab, das machen wir jetzt auch direkt. Und dann können wir uns hier schön bewegen und schauen. So, und jetzt seht ihr schon, wir haben hier so eine kleine blaue Linie, mit der wir hier mit dem Landefahrzeug verbunden sind. Das versorgt uns im Moment mit Sauerstoff. Und wenn wir jetzt die Reichweite der Kapsel verlieren, dann verlieren wir Sauerstoff. Das finde ich total super gemacht, weil das sieht man auch hier hinten an unserem Rucksack, sage ich jetzt mal dazu. Das ist so eine Andockstation für Sachen, die wir finden und abbauen können. Auf jeden Fall seht ihr jetzt hier, wie es weniger wird. Man kann anhand des Balkens ganz toll sehen, wie es aussieht. Hier können wir uns den Rucksack auch genauer ansehen. Wir haben hier verschiedene Andockplätze am Rucksack. Dazu kommen wir aber später. Und wir können auch ein bisschen craften. Wenn wir die entsprechenden Materialien haben, können wir hier Sachen herstellen. So, da wir aber wieder Sauerstoff brauchen, gehen wir mal zurück zur Kapsel, laden uns einmal neu auf. Wunderbar, und dann gehen wir mal ein bisschen entdecken. Da hinten ist ein Turm, das erkläre ich gleich, das sind Rohstoffe. Wir müssen hier, wird schon dunkel, Tatsache, die Sonne geht gerade unter. Wir müssen hier auf der Oberfläche uns mit Rohstoffen eindecken, mit denen wir dann Sachen bauen können, mit der wir auch unser Landegebiet erweitern können. Das ist ja natürlich jetzt nur das Landefahrzeug. An dieses Landefahrzeug können wir aber weitere Sachen anbauen. Und ich soll jetzt hier das Geländewerkzeug aktivieren. Und jetzt können wir hier das Gelände gestalten. Wenn ich hier drauf klicke und das abbaue, dann sammeln wir das ein. Und ihr seht jetzt, wie hinten an dem Sammelgerät so die Kugeln entstehen. Also das sind so einzelne Teile dieser Ressource. Wunderbar gemacht. Und sobald eine Einheit voll ist, wird die hinten einfach an den Rucksack angesteckt. Und da steht sie uns dann zur Verfügung. So ein bisschen nehme ich noch. Ne, jetzt kriege ich nichts mehr. Jetzt ist nichts mehr da. Schade. Und jetzt müssen wir schon zurück. Unser Sauerstoff geht aus. Oh nein. Schnell, schnell, schnell. 25%. So, erstmal wieder aufladen. Genau. So, hier haben wir jetzt halt eben so Energie-Bubbles, sag ich mal. Die können wir jetzt hier abnehmen und zum Beispiel an die Kapsel anstecken. Dann haben wir da nämlich ganz wunderbar wie soll ich das sagen, ein Vorrat. Also das sind so Andockstellen. Außerdem seht ihr hier dieses Ding, was sich hier mitdreht. Darüber können wir die ganze Station erweitern. Das zeige ich aber am besten gleich mal, wenn es mir denn jetzt gelingt, ein bisschen Rohstoffe zu finden. Ich habe da hinten auf dem Weg zum Turm gerade schon was anderes gesehen. Ich hoffe, dass das nicht zu weit weg ist. Da ist es doch. Da. So sehen die Ressourcen nämlich aus hier. Das hier ist Gemisch, ja. Übersetzung teilweise ein bisschen merkwürdig. Und ihr seht schon, wenn wir das jetzt hier einsammeln, verändern wir dabei auch das Terrain. Weil wir mit diesem Gerät, jetzt ist die Energie leer,
Kommt einmal noch ein bisschen sammelt. Die Energie lädt sich über Zeit wieder auf. Das ist der gelbe Balken am Rucksack. Wir können später dafür sorgen, dass das mit der Energie nicht so schwierig ist. Wir gehen mal zurück wegen des Sauerstoffs. Und zeige ich euch jetzt mal mit dem Gemisch, wie wir die Basis hier erweitern. Ich würde mal sagen, in diese Richtung ist schon eigentlich ganz gut. Da klicke ich jetzt einfach drauf und da brauchen wir... wir brauchen Harz. Harz habe ich leider nicht. Okay, dann müssen wir erst Harz finden. Aber Harz war auch da hinten in die Richtung. Also gehen wir nochmal raus. Wir sind aufgeladen. Die Energie ist auch wieder voll. Wie das hier glitzert mit dem Schnee, sage ich mal. Also für mich sieht das aus wie Schnee. Kann natürlich auch was anderes sein. Stopp, da ist das Harz. Da ist das Harz. Ich hoffe, das... Ja, das ist Harz. So, das sammeln wir jetzt auch ein. Und dieses Terraforming, was wir hier jetzt machen, also dieses Verändern der Oberfläche, das finde ich wirklich sehr gelungen. Das geht ganz schön von der Hand. Und macht einfach Spaß. Man kann sich regelrecht Höhlen bauen, um sich einzuigeln. Nicht, dass man das wollte, aber es geht halt. Und es gibt auch natürlich auf dem Planeten Höhlen und Sachen zu erkunden. Das macht's sehr spannend, so schnell an den Sauerstoff. Und jetzt, wo wir das Harz haben, können wir das hier einfach mit einem Klick reinpacken. Und dann sehen wir, wie sich die Basis in diese Richtung erweitert. Ne? Da wird einfach so ein Verbindungsschlauch gebaut und dann entstehen zwei neue Andockstellen. Das ist einfach nur zur Symbolisierung für uns quasi, wie wir erweitern können. Und ich kann jetzt entweder diese kleine Plattform ausbauen. Dafür brauche ich nochmal zwei von diesen Harz-Stacks. Dann wäre hier eine große Plattform, auf der wir Gebäude oder Einrichtungen für uns bauen können. Oder wir können das ganze Ding noch weiter erweitern, indem wir dann hier drauf drücken. Einmal Harz einsetzen. Wunderbar. Ja, und so funktioniert das dann. Jetzt muss ich mal schauen, haben wir nochmal zweimal Harz? Es könnte sein, oder? Nein, das ist, glaube ich, Gemisch. Nee, haben wir leider nicht mehr. Also wir haben jetzt Gemisch, aber das werde ich mal kurz hier reinpacken, damit wir wieder Platz im Inventar haben. Das lasse ich frei, weil wir werden uns jetzt noch mehr Harz holen. Oh, da hinten ist ein... Das muss ich mir ansehen, was ist das denn? Das kenne ich noch gar nicht. Also diesen einen Turm, den wir da hinten gerade gesehen haben, das ist halt so eine Resource Node, würde man jetzt auf Englisch sagen. Also ein Ressourcenvorkommen, das sich selbstständig erneuert. Was das hier ist, weiß ich nicht. Gleich werden wir es wissen. Sauerstoff. Ah, alles klar, okay. Haben wir eine mobile Sauerstoffquelle. Das ist gar nicht schlecht, dann können wir nämlich ein bisschen weiter erkunden. Und vielleicht auch ein bisschen länger nach Harz graben. Wenn ich das jetzt wiederfinde. Ja, man muss sich hier... Man sollte sich nicht verlaufen. So, hier ist auf jeden Fall noch was drunter. Das nehmen wir mit. Das war Gemisch. Und dann auch immer schön gucken. Manchmal ist auch wirklich in tieferen Schichten noch was drin. So. Da jetzt aber leider nicht mehr. Und das Harz war da vorne. Da ist auf jeden Fall noch was. Tja, nur die Energie spielt leider nicht mit. Aber wir wären ja kein findiger Astronaut, wenn wir nicht auch dagegen was machen könnten. Und zwar bauen wir uns gleich mal ein kleines Hilfsmittelchen, mit dem wir ein bisschen mehr Energie zur Verfügung haben. Ich glaube, wir haben auch alles zusammen, um es jetzt schon bauen zu können. Ich schaue mal kurz. Öffne den Rucksack. Und was wir brauchen, ist ein Solargenerator. Da ein Solarmodul. Und schaut mal, das wird jetzt hier ganz niedlich oben angeplappt. Oder angeploppt. Entschuldigung. Und das versorgt uns jetzt zumindest, solange wir Licht haben, mit Energie. Und das ist eine super Sache. Aber hier ist nichts mehr drin. Schade. Okay, da müssen wir weitersuchen. Unser Sauerstoff. Oh, unser Sauerstoff. Oh. Jetzt aber schnell. Jetzt aber ganz schnell zurück. Oh, wir sind am Ersticken. Nein. Ah, ich hab's nicht... Ich hab nicht drauf geachtet. Ich hoffe, wir schaffen's noch. Es ist nicht mehr weit. Komm. Jawohl. Oh, gerade noch. Hei. So, also, da muss man immer schön aufpassen. Gehen wir mal in eine andere Richtung weiter. Da hinten hatten wir die Energie. Wir brauchen Harz und wir brauchen Gemisch. Da vorne ist Harz. Das ist sehr schön. So, das brauchen wir alles.
Gib mir das Herz. Wir wollen es. So, mal ein bisschen drehen hier. Da scheint nichts mehr zu sein. Nein. Ist es schon leer? Ja, tatsächlich. Das war nicht viel. Schade. So, 50% Sauerstoff. Ja, wir können das schon wieder auf den Rückweg machen. Was ist denn das da vorne? Und es gibt immer noch was Neues zu entdecken. Also es gibt auf, also wie gesagt, der Planet wird am Anfang immer zufällig erstellt. Ich habe jetzt zwei weitere Safe Games noch, einfach um mal so ein bisschen schon mal zu gucken, damit ich euch hier auch schon am Anfang was erzählen kann. Und ja, es ist halt schon so, dass jeder Planet ganz eigene Sachen hat. So, ich habe jetzt Verbindungen gebaut. Was das ist, zeige ich euch gleich. Die haben wir jetzt einmal auch hier im Inventar. Damit können wir jetzt unsere Reichweite verlängern. Und zwar, wir gehen mal in diese Richtung hier. Ich stelle das jetzt mal hier hin, ne? Ein bisschen zurück müssen. Da, so. Da stellen wir es ab. Und jetzt seht ihr, das ist so ein quasi eine Verlängerung der Energieleitung. Und das ist sehr nützlich, wenn man ein bisschen weiter raus will. So, dann schauen wir uns mal an, was das hier ist. Wow! Oh, das ist scheinbar eine Rettungskapsel. Aluminium und organisch. Ja, wunderbar. Nehmen wir uns doch natürlich mit. Keine Frage. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das scheint also einfach nur eine Kapsel zu sein. Eine Rettungskapsel. Oder ja, auf jeden Fall abgeworfen von unserem... von unserer Orbitalstation vielleicht. Sehr schön. So, was haben wir hier? Oh, das ist gut. Das ist ein Turm. An dem können wir uns dauernd Harz holen. Schöne Sache. So, jetzt haben wir schon zu viel. Jetzt liegt das hier rum, das können wir nachher wieder einsammeln. Wir gehen mal zurück. Schnell an unsere Sauerstoffleitlinie. So, und da wir jetzt eh voll sind, würde ich sagen, bauen wir mal eine große Plattform. Dann habt ihr das auch schon mal gesehen. Erweitern wir einfach mal hier diese. Klicken wir jetzt drauf. Harz. Und schwupp. Oh ja, und jetzt stecke ich fest. Nee, ne? Alles klar, wir kommen wieder raus. Das ist gut. So, jetzt haben wir hier eine große Plattform. Die hat erstmal natürlich mehr Platz für unsere Sachen. Aber wir können hier auch was drauf bauen. Momentan ist ein Drucker. Wir können aber auch ein Forschungsmodul bauen. Oder einen Einschmelzer. Eine Fahrzeugbucht. Einen Drucker. Und den Drucker habe ich gerade schon erwähnt. Ich würde sagen, wir bauen mal den Drucker. Ich weiß noch gar nicht. Ah ne, da brauchen wir Kupfer für. Das haben wir gar nicht. Was brauchen wir denn? Für Forschung brauchen wir Gemisch. Für den Schmelzer ebenfalls. Für die Fahrzeugbucht Aluminium. Ich würde sagen, dann versuchen wir es doch am ersten Mal mit einem Schmelzer. Ich weiß zwar noch nicht. Haben wir gerade kein Gemisch vorhanden? Nee, scheinbar nicht. Da müssen wir uns gleich mal Gemisch holen. Da müssen wir erstmal unseren Rucksack freiräumen wieder. Hier haben wir immerhin schon mal Aluminium. Das ist übrigens nicht schlecht, weil Aluminium findet man tatsächlich am Anfang noch nicht so leicht. Insofern ist die Kapsel hier goldrichtig gekommen. Nee, die Verbindung, die brauchen wir natürlich. So, und aus einmal Harz, wo können wir das jetzt noch andocken? Nirgendwo, ne? Nee, tatsächlich. So, gehen wir mal wieder los. Und schau mal. Also, dass da hinten die nachwachsende Ressource ist, dieser Verbinder hat gar keine... So, jetzt aber. Der war wohl zu weit weg platziert. So, also diese nachwachsende Ressource, super. Da können wir später auch, meines Wissens, sogar irgendein Gerät drauf bauen. Bohrer oder so. Was haben wir da? Das war jetzt Harz. Ist das hier auch Harz? Das ist auch Harz. Das ist alles schön und gut. Ich brauche aber Gemisch. Gemisch wäre das, was wir brauchen. Sagen, wir gehen mal einfach in diese Richtung weiter. So. Und leider nur eine sehr kurze Reichweite, die Verbinder. Aber immerhin hat man da eine schnelle, günstige Möglichkeit, am Anfang seinen Aktionsradius zu erweitern. Kein Gemisch da.
Es muss doch irgendwo Gemisch sein. Das ist Sauerstoff. Da können wir uns eigentlich mal ein Bubblechen von mitnehmen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Luft zum Erkunden. So. Und dann schauen wir mal. Was ist das denn hier? Ach, gar nichts offensichtlich. Es ist kein Gemisch da. Kann ja nicht sein. Ist das hier was? Ah ja, das ist Energie. So, nehmen wir mit. Da hinten ist irgendwas, das ich auch noch nicht kenne. Sagen wir, gehen mal kurz zurück zum Sauerstoff. Gut. So, und dann schauen wir natürlich auch noch eben nach, was da so liegt. Das wird wohl auch Sauerstoff sein, wenn ich seine Farbe richtig deute, jawohl. So, wir nehmen es mit, wir können es gebrauchen. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns mal noch einen Verbinder. Ah, ich habe keine mehr. Keine Verbinder mehr da und wir haben kein Gemisch gerade da. Okay. Tja, wir haben generell nicht mehr viel da. Dann gehen wir mal zurück zur Basis. Und ihr seht schon, am Anfang ist es halt wirklich relativ viel Laufen, wieder Energie bekommen, Laufen, Energie bekommen oder Sauerstoff und so weiter und so fort. Und das muss man, ich muss erweitern, weil sonst jetzt haben wir nicht genug Andockplätze für unseren ganzen Kram. Na, den Sauerstoff nehmen wir mit. So. Und jetzt müssen wir wirklich nochmal irgendwo Gemisch finden. Hier ist doch Gemisch. Es liegt doch direkt vor unserer Nase. Direkt vor unserer Nase. So. Ich bin auch nicht sicher, ob das alles neu spawnt. Manchmal... Also ich meine, das wäre gerade noch nicht da gewesen. So, hier haben wir auf jeden Fall richtig schön viel auch gleich. Das ist doch wunderbar. Okay, mehr wird wohl nicht da sein. So, von dem Gemisch können wir uns jetzt hier den Drucker fertig bauen. Oder besser gesagt, was haben wir jetzt? Den Schmelzer. Und los geht's. So, der ist jetzt gebaut und er holt sich jetzt die Energie. Seht ihr, wie er da die Energie hier einmal über das ganze Netz zieht und hier auflädt? Sehr schön. Okay, so, jetzt haben wir einen Schmelzer. Ich habe aber keine Ahnung, was man schmelzen kann. Ich weiß nicht, ob man zum Beispiel Gemisch schmelzen kann. Das muss man jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen rausfinden. Oder ob man Aluminium schmelzen kann. Vielleicht muss man es auch da oben andocken, wahrscheinlich. Hm. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es euch gerne sagen. Tja, das habe ich halt noch nicht rausgefunden. Es gibt hier natürlich noch die Hilfe. Die hilft mir allerdings jetzt nicht bei diesem Gerät hier. Tja, ich kann es wirklich nicht sagen. Gut, vielleicht finden wir das ja in einer der nächsten Folgen raus. Das soll es erstmal hier gewesen sein. Also das ist das Spiel Astroneer von der Firma System Era auf Steam im Early Access zu erhalten für, ich meine, 20 Euro sind's. Und ja, könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr mögt. Es kommt auf jeden Fall noch ein weiteres Video. Ich denke mal, wir gucken noch ein bisschen weiter, was man alles so machen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.